Sie sind kleine Freiluftoasen inmitten der Großstadt. Die Rede ist von den Schanigärten, die in Wien eine sehr lange Tradition haben. Bereits 1754 soll es am Graben den ersten Schanigarten gegeben haben. Dieser Tradition fühlte sich auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig verpflichtet und nahm nach dreijähriger Pause wieder an der offiziellen Eröffnung der Schanigarten-Saison 2023 teil. Ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder zu diesem sehr traditionellen Event begrüßen darf. Es ist auch Dompfarrer Toni Faber gab dem Schanigarten des Kaffeesteins seinen Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf mit dem mitgebrachten Weihwasser aus dem Stephansdom diesen Schanigarten im Kaffeestein und damit auch alle anderen Schanigärten in dieser Stadt wirklich mit meinem Segen gerne wieder öffnen. Dabei haben in Wien immerhin 3500 Schanigärten geöffnet. Diese Zahl ist über die vergangenen Jahre hinweg konstant geblieben. Winterschanigärten gibt es etwa 1800. Die wirtschaftliche Bedeutung der Schanigärten ist dabei enorm. Ja, die Schanigärten sind sehr wichtig für die Wiener Gastronomie, weil sie die Möglichkeit bieten, öffentlichen Raum zu nutzen, auch für gastronomische Zwecke. Das ist ja der Unterschied zu einem Gastgarten. Wir werden sehr vieles jetzt auch digitalisieren im Zugang für die Bewilligung zu den Schanigärten, damit es hier möglichst keine bürokratischen Hemmnisse gibt, einen solchen Schanigarten auch einzurichten. Also ich glaube, es ist extrem wichtig und vor allem in Wien. Wien ist ja die Stadt der Schanigärten. Ne? Und wenn Sie mich gefragt haben, wie es in der Corona-Zeit war, wir haben ja den Testlauf gehabt in der Corona-Zeit, die Sommerschanigärten über den Winter drüber zu ziehen. Und immerhin die Hälfte aller Schanigärten wurde weiter betrieben. Auch für den Tourismus sind die Schanigärten essentiell. Traditionelle Mehlspeisen und Wiener Kaffee stehen bei den Besuchern hoch im Kurs. Aber auch bei der einheimischen Bevölkerung sind die Schanigärten beliebt. Ja, die Wiener Schanigärten haben eine sehr lange Tradition, seit 1754. Und sie sind deshalb attraktiv, weil öffentlicher Raum genutzt wird für gastronomische Zwecke. Und die Wiener Gastronomie bemüht sich jedes Jahr immer wieder, diese Gärten attraktiv herzurichten. Sehr oft auch mit neuen, innovativen Ideen. Es gibt sehr gute kulinarische Angebote, guten Kaffee, Mehlspeisen, aber auch sonstige kulinarische Gusterstückeln. Und von daher nutzen das viele Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, wie Warteschlangen bei manchen Traditionscafés zeigen, aber auch die Wiener Bevölkerung vor allem. Denn es gibt nichts Schöneres, als bei angenehmen Temperaturen im Freien zu sitzen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. In der Kritik standen in den letzten Jahren auch die sogenannten Heizschwammerl, die vor allem bei den Winterschanigärten zum Einsatz kommen. Diese verbrauchen viel Strom, was gerade in Zeiten der Energiekrise für Kritik sorgte. Dabei setzen Gastronomen vermehrt auf sparsamere Alternativen, die auch bei den derzeit sehr kühlen Temperaturen zum Einsatz kommen werden. Gerade die Gastronomen und die Kaffeehäuser haben das vorgemacht, dass es Alternativen gibt, dass man mit Decken arbeiten kann und, und. Das ist gerade im heurigen Winter zwar den Energiepreisen geschuldet, aber sehr, sehr gut eingesetzt worden. Und man hat auch gesehen, dass die Schanigärten nicht minder frequentiert wurden. Also es gibt Alternativen. Auch da gibt es unterschiedliche Zugänge, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, von Wärmedecken beispielsweise, die angeboten worden sind, bis hin zu Bademäntel. Also von daher sind die Gastronomen sehr einfallsreich. Und ich bin überzeugt, dass das auch den Besucherinnen und Besuchern der Schanigärten einen zusätzlichen Anreiz bieten wird, diese Möglichkeit zu nutzen. Bei der Frage nach dem Lieblingscafé gab es bei 6 Grad Außentemperatur nur eine Antwort. Heiß.